So, ich habe das mal ein bisschen ausgepackt, wie immer. Und wir gucken jetzt mal, was hier noch ist. Wir sagen, die Abgeschworenen, ja, haben wir schon drüber geredet. Ich finde die Lager, finde ich alles so ein bisschen leer. Das ist ja wirklich, ich will es jetzt mal wirklich fies sagen, das sind Urmenschen. Das sind die Ur-Nord. Weiß nicht, ob ich so. Also, wenn ich in dieser Welt leben müsste, ich weiß nicht, ob ich hier leben wollen würde. Als Abgeschworener. Es gibt ja Alternative Start als Mod und da kannst du auch bei den Abgeschworenen eintreten. Boah, da weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll, weil. Nee. Also der Gruppe möchte ich auf jeden Fall nicht gehören. Das ist ja fürchterlich. Wenn die wirklich nur wie Urmenschen hier in ihren komischen Zelten leben. Das muss ich wirklich nicht haben. Meine Campen und so weiter, ja, in einem Land, wo es warm ist, okay. Aber hier? So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir einmal ganz kurz nach Markart gehen. Aber wir sind kurz vor dem Ende von Kapitel 1 und das möchte ich jetzt endlich haben, damit ich jetzt mit ein paar anderen Aufgaben anfangen kann. So, also ich möchte jetzt ganz gerne mit einer anderen Aufgabe anfangen. Erstmal, weil die Hauptstory spielen wir jetzt, wie gesagt, bis hierhin. Wir heilen uns mal. Das ist immer gut. Nehmt so Schreine, nehmt die mit. Am besten immer Talos. Ja, Talos anbeten ist verboten, ist mir egal. So, wir müssen uns dann doch mal ein Pferd besorgen. Deswegen bin ich ja schon am Überlegen, was wir denn nach Kapitel 1 machen. Also was wird in Kapitel 2 kommen? Ich will auf der richtigen Seite stehen. Ja, ist doch schön. Hier haben wir irgendwie einen Belichtungsfehler. Toll. Sachen, diese Welt, das sieht. Guckt euch das an. Da ist auch ein abgeschworenes Lager da irgendwo. Da. Das ist eine alte Nordruine und da leben auch Abgeschworene, soweit ich mich noch erinnern kann. Wir sagen, die Welt von Skyrim, die ist so richtig, richtig wunderschön anzusehen. Ja, es gibt auch so ein paar kleine Fehlerchen hier und da. Aber im Großen und Ganzen
Schon wieder ein Drache irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob wir den allein besiegt bekommen. Bei unserem Glück fliegt er wieder weg, so wie ein Rifton. Habe ich die Laterne noch an? Okay, hatte ich aus. Oh toll, der Hirsch hängt an dem Schild fest. Wir werden nicht mit leeren Händen zurückkehren. Ja, das wird ein guter Tag. Das spüre ich tief in meinem Inneren. Ja, dann macht mal weiter. Oh Gott, Orkjäger. Bloß weg. Nicht, dass die gefährlich wären, aber wer weiß, auf was die noch so alles kommen, wenn die Hunger haben. Wir haben ja schon einen Kannibalen getroffen. Und es gibt hier noch mehr. So. Wir gehen einmal hier links Richtung Weißlauf, weil wir haben ja noch einen Quest, den wir abgeben müssen. Na toll. Kann ich jetzt gerade durch die Wand laufen? Ja. Hier ist ein Häuschen. Gardistenkaserne. Da kann man hoch. Dürfen wir natürlich nichts mitnehmen. Alles leer. Steht eine Kutsche. Alles. Beeilt euch. Du bist ein Söldner. Du bist ein Söldner mit den Klamotten. Muss ich das verstehen? Ich hätte lieber zwei Flaschen Mehl. Ja, ja. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Na? Warum? Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu-Met. Honigbräu-Met? Ihr habt den lieblichen Honigbräu-Met noch nie probiert? Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Aber genug geredet. Kommt. Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Ein Frosttroll? Das ist ein geiler Versuch. Kann man einen Frosttroll mit dem Nordmeat besoffen machen? Das wäre super. Ich nehme die Einladung zu einem Getränk gerne an, Freund. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben. Prost!
Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Ihr braucht etwas? Ich würde mal sagen, den haben wir uns mal verdient. Honigbräu mit. Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer regeneriert sich 20 Sekunden lang langsamer. Das ist für unterwegs gar nicht so gut. Nee, das lassen wir mal. Ich habe durch ein Mod, ich weiß es gar nicht, welcher das ist. Sind die Lebensmittel verändert. Und die Werte sind ja, also fast alle Alkoholiker und sowas, also fast alle Alkoholiker. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Ja. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Nö. I have nothing to say to you. Now move along, or I'll order my guard to attack. I have nothing to say to you. Now move along, or I'll order my guard to attack. I have nothing to say to you. Oh God. So, Schmetterling gefangen. Oh, ich wünschte, einer würde sich von den Moddern mal hinsetzen und Archiv Z wieder zum Laufen bringen. Archiv Z ist ein Mod, der gibt da so kleine Belohnungen. So nebenbei, zum Beispiel sammle 50 Schmetterlinge oder töte 100 Hasen oder. Und da kriegst du dann so kleinen Kram für, also so ganz. Los, lauf! Lauf! Also kriegst du so für oder sammelt 200 Zutaten. Und so, und dafür gibt's dann halt. Ich würde an eurer Stelle bleiben, wo ihr seid. Ach, der schon wieder. Naja. So, und da gibt's eben halt so für so Kleinkampf, die man eh irgendwie erledigt, gibt's da so kleine Zusatzbelohnungen. Es ist nichts Großes, aber es ist eine Kleinigkeit. So, ich weiß natürlich nicht, ob das Steam-Overlay mit aufgenommen wird. Weil wir kriegen hier die ganzen Archivements. Das kann ich euch mal zeigen. Ah nee, das Overlay wird ja gar nicht aufgenommen. Das hatte ich ja schon mal gesehen, dass das nicht aufgenommen wird. Es gibt nämlich bei Skyrim das Problem, sobald du Mods aktivierst, kriegst du keine Archivements mehr. Aber dafür gibt es einen Mod. Also, na, es gibt einen Mod, der dir Archivements gibt, obwohl du Mods installiert hast. Das ist schon mal super. Und damit brauchst du eben halt auf nichts verzichten. Weil, auch wenn du jetzt sagst, nee, ich möchte nicht mit Mods spielen. Du musst ja keine Mods nehmen, die irgendwas verändern. Es gibt auch genug Mods, die Sachen fixen. Also, die einfach so ein paar Skriptfehler beheben. Ein paar Dialoge beheben, Rechtschreibfehler und sowas. Es gibt also ein paar Mods, die machen nur das. Die habe ich übrigens auch drin. Und und das wäre jetzt eben halt schade, wenn man denn damit spielen will und kriegt dann keine Archivements mehr. Und dafür gibt es halt einen Mod, der dann. Ja, ich warte. Der dann eben halt die Archivements wieder aktiviert, obwohl man Mods hat. So. Und wir machen uns jetzt
mal ganz kurz auf nach Weißlauf. Wir sind ja schon in Weißlauf, um einen Quest abzugeben. Und zwar haben wir in Riftern den Quest gekriegt mit dem Dolch abgeben. Von der einen Priesterin. Ihr da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Was ist die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Nee, wir machen erstmal das hier. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Wächter? Dämmerwacht? Wovon spricht ihr? Die Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Ha, ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Riftorn, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. So, ja, und damit ist Dawnguard angelaufen, also richtig angelaufen. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens ja. Macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Ja, dann mach weiter so. Beeilt euch! Ihr seid doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. Aber wir sind nicht mal richtig in der Akademie drin und werden trotzdem erkannt, das ist klasse. So, wir müssen in die Halle der Toten, die ist hier. So, und jetzt werden wir ganz kurz den Quest aktivieren. Ich muss da kurz gucken, wo der ist. Ich glaube, das war ein Nebenquest. Da ist er doch. Wartet. Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass ich manchmal vergesse, wie sehr ich die Gesellschaft der Lebenden vermisse. Das ist traurig. Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes? Den Gott des Todes? Ich kenne ihn gut. Ja. Ich bin froh, das zu hören, denn ich brauche eure Hilfe. Seht ihr, ich habe etwas Kostbares verloren. Was habt ihr verloren? Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ich werde euer Amulett finden. Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Ich habe Alessandras Dolch. Sie hat endlich beschlossen, ihn ihrem Vater zurückzugeben. Die gute Seele. Ich werde dafür sorgen, dass er so schnell wie möglich zu seinem Grab gelangt. Danke, dass ihr ihn mir gebracht habt, mein Kind. Möge Arkais Segen mit euch sein. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz hier rein.
Nee, Entschuldigung. Kehre zu Alessandra zurück, brauchen wir nicht mehr. Amulett von Arkai. So. Ich bin hier noch nicht mehr drin gewesen, seit ich ELFX installiert habe. Sieht ja klasse aus hier drin. Weißt du nicht. Ach so, auch durch das Fenster, okay. Also wie gesagt, ELFX sind so Must-Have-Mods, die muss man einfach haben. Ne, hier drin ist so hell. Verloren, das liegt hier fein säuberlich auf dem Tisch. Ja, von wegen verloren. Ob das eine gute Idee ist? Ja, gut, was soll hier unten schon verbrennen? Hier hört ihr das? Hört sich das nicht toll an? Also für ein Spiel? So, und hier, der wäre jetzt stehlen. Wir müssen es einmal machen. Stein von Barensia. Also ist es noch nicht, aber es wird einer werden. Ring des Wetters. Todesstoß für Ibernanit. Naja. Glocken verbessert. Die ganzen Bücher müssen wir alle noch lesen, ich weiß. Da ist er. Als Weißlaufs Priester von Arkai verbreite ich sein Wort, wann immer ich kann. Inzwischen verbringe ich den Großteil meiner Zeit mit den Dahingeschiedenen der Stadt. Ich habe das Amulett gefunden. Oh, Arkai sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. 15 Gold, was soll's. It was a pleasure. Ja. Thanks. It's nice to see you here. So. Das ist albern genug jetzt. Wie gesagt, ich wollte jetzt noch einmal das machen, weil das lag jetzt auf dem Weg. Und dann gehen wir noch einmal ganz kurz den langen Weg durch die Stadt, dass wir noch ein paar Zutaten bekommen. Und mächtiger Tag. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Eure unwürdigen Diener lobpreisen euch. Denn nun, ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Warum wurde die Anbetung von Talos verboten? Weil der sogenannte Kaiser ein Feigling ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Feigling. Oh ja. Er willigte ein, die Anbetung von Talos zu verbieten, als er ein Altmeri-Schwert an seiner Kehle spürte. Sie nannten es das Weißgold-Konkordat.
Nun, ich nenne das Blasphemie. Ein wahrer Sohn des Kaiserreiches hätte sich niemals von unserem größten Helden abgewandt. Um keinen Preis. Ich will euch mal was sagen. Cyrodiil ist weit weg. Und den Himmelsrand werden wir den mächtigen Talus niemals im Stich lassen. Macht ihr euch keine Sorgen, dass ihr verhaftet werdet? Sollen sie ruhig kommen. Ich fürchte mich nicht, denn Talus steht auf meiner Seite und ich bin sein Prophet. Seine Worte entspringen meinen Lippen. Seine Stimme dringt aus meiner Kehle. Was könnt ihr mir über Talus erzählen? Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talus erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Zu Lebzeiten war Talus ein Nord, der über unvergleichliches taktisches Geschick sowie grenzenlose Weisheit verfügte und die Macht besaß, den Menschen ins Herz zu blicken. Talus meisterte die Macht der Stimme. Mit ihrer Hilfe vereinte er die Länder der Menschen zu einem großen Reich. In südlichen Gefilden war er als Tiber Septim bekannt. Hier in Himmelsrand verehren wir ihn unter seinem richtigen Nordnamen. Seine Herrschaft war von solcher Glorie, dass er nach seinem Aufstieg in Himmel zum Fürsten der Göttlichen ernannt wurde. Falls ihr mehr über ihn wissen möchtet, ihr werdet sicher zahlreiche Bücher zu diesem Thema finden. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit winden, wohingegen ihr aus dem Dreck der Sterblichkeit emporgestiegen seid und nun unter den Sterben. Ja. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist einfach albern, weißt du. Ups. Das ist. Ups. Shit. Los, weg hier. Oh, Mizi! Kommt schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Nein! Gute Tat des Tages tun. Nein! Um Himmels Willen! Keine alten Leute! Weg! Weg! Gibt's doch nicht, ich rede doch nicht mit alten Leuten. Ha! Warum sollte ich mit alten Leuten reden? So. Ja, weiter. Da oben. Da ist Hochotka. Da seht ihr das. Da. Und so weit weg ist es eigentlich gar nicht. Das Problem ist halt nur, man kann nicht einfach den Berg rauflaufen. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Tja. Halt. Oh, diese Lampe. Wo haben wir eigentlich wo
haben wir eigentlich unsere Lydia gelassen? Ich glaube, die steht immer noch vor Einsamkeit rum. Erhebt euch und lebt von Neuem. Ich gewähre euch neues Leben. Oh, hallo. Ich habe euch gar nicht bemerkt. Ich war gerade mit meiner Magie beschäftigt. Oder zumindest glaube ich das. Ich weiß nicht genau, was ich tue. Ja, es ist nur zu offensichtlich, dass ihr nicht wisst, was ihr da tut. Ja, das müsst ihr mir nicht sagen. Also, mein Großvater war ein Zauberer. Mein Vater sprach nicht oft über ihn. Aber ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Auch diesen Stab. Danach dachte ich, dass ich auch zu einem Zauberer würde, weil tote Dinge in meiner Nähe plötzlich wieder lebendig wurden. Ich bin sogar zur Akademie von Winterfeste gegangen. Aber dort haben sie mich nur ausgelacht. Sie sagten, die Magie wäre im Stab, nicht in mir. Gib mir den Stab sonst einschüchtern. Gib mir den Stab, bevor jemand verletzt wird. Nein, das glaube ich nicht. Das dachte ich auch. Bis zum nächsten Mal. Prüfung, wir probieren es nochmal. Nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Los, steht auf! Oder... Ja, das müsst ihr mir nicht sagen. Jetzt kriege ich seinen Stab nicht. So müsste es funktionieren. Ich habe das schon mal gemacht. Ach, dieser Stab ist nutzlos. Ich bin nutzlos. Die ganze Welt ist nutzlos. Ja, bitte. Erhebt euch und lebt von Neuem. Oh, hallo. Ich habe euch gar nicht bemerkt. Ich war gerade mit meiner Magie beschäftigt. Oder zumindest glaube ich das. Ich weiß nicht genau, was ich tue. Ja, das müsst ihr mir nicht sagen. Also gut. Ja, wir kriegen den nicht, aber das ist... Euch neues Leben. Ich will ihm den jetzt aber auch nicht wegnehmen. Steht auf! Ach, was soll's. Also einen Stab der Totenbeschwörer brauche ich ehrlich gesagt auch nicht, weil... Ach, was soll's. Naja, man hätte ihn verkaufen können. Ja, es ist so schade, dass man nicht irgendwie eine Abkürzung nach Hochhotka hat. Wo ist der Wolf jetzt? Ach, wir gehen mal kurz gucken. Na toll. Ich möchte wieder... Ach so, das sind die Geister. Ja,
Wir haben durch das, durch den Perk, durch den neuen Perk-System, wie hieß das jetzt noch? Ordinator. Haben wir neue Perks drinne. Und das ist einer von den Geistern, die man durch diese Perks treffen kann und einen permanenten Bonus auf irgendwas bekommen kann. Gewähre mir deinen Segen. Es sind zwei von denen, die rennen hier rum. Und jeder gibt einem was anderes. Muss ich mal kurz was gucken. Effekte. Das Universum hört zu. Erholung. Necklace. Kälte, warm. Geistmentoren. Der Mond und Stern. Schmiedekunst zeitgenössisch. Meisterschmied. Talos Segen. Frostresistenz? Stärkende Wärme. Na toll. Amulett auf Mara. Ach, wir haben schon eins. Toll. Okay, ja. Weiß ich jetzt nicht, was wir jetzt gekriegt haben. Ja.